Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamesCom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Call of Duty Modern Warfare 2. Und einer hat mir geschrieben, ich soll doch bei Call of Duty nicht die Let's Play-Schiene einsetzen, da ich eher Themen-Commentaries machen soll. Und das werde ich heute auch mal machen. In meinem Commentary wird es heute um den T-Barts von Els gehen. Aber ich spiele auf der Map, weiß ich gerade nicht, wie die heißt. Hab das Spiel lang nicht mehr gespielt. Durch Hackerverseuchung, die es natürlich in diesem Spiel gibt, habe ich von diesem Spiel abgelassen. Aber eine kleine Runde, schade nicht. Es geht mir heute um den sogenannten Bischof von Limburg. Limburg ist ein Dörfchen, Städtchen. Und ja, ihr habt wahrscheinlich alle schon Schlag den Raab geguckt oder Stefan Raab auf ProSieben. Und da wird natürlich der Herr T-Barts von Els natürlich richtig fertig gemacht, weil er etwas getan hat, was unglaublich ist. Er hat über 33 Millionen Euro einfach so in den Sand gesetzt für sein eigenes, ja, für sein eigenes Haus sozusagen, für seine Audienz. Er hat dicke Autos benutzt, um zum Beispiel mal zum Supermarkt zu kommen. Ja gut, er hat halt die Limousine benutzt, die 80 Liter pro Kilometer braucht. Und der Papst sagt immer, wir sollen doch, wir sollen sparsam sein, wir sollen auf jeden Fall im Ding sein. Wir sollen auf jeden Fall wenig Geld so einfach so verpulvern. Und das kann ich irgendwie nicht verstehen. So, ups, Volltreffer. Der setzt einfach so viele Millionen Euro in den Sand. Und jetzt ist er natürlich beim Papst. Papst Franziskus. Die alle Socke. Die geile Socke, Alter. Papst Franziskus. Playboy in der Haus, Alter. Ich schwör. Der hat ein Problem. Der Franziskus, der nimmt seinen Baseballschläger mit dem Kreuz drauf und poliert ihm mal schön die Fresse. Glaubt mir. Ja, wie heißt er denn? Ja, Name vergessen. Papst nenne ich ihn einfach mal. Der wird ihn richtig fertig machen. Ich persönlich, ganz klar, dieser Typ, der aussieht wie Gollum, ein bisschen, wenn ihr euch mal die Bilder anguckt, so vorne die Hände so gespreizt, dann kann man schon denken, mein Schatz, oh, die Batz von Els. Ja, es ist echt so, Mann. Der katholische Gollum. Und lass mal sagen, es gibt keinen Gollum. Die Batz von Els. Vielleicht ist es der Bruder von Gollum, ich habe keine Ahnung. Komm her, du kleiner Mann. Du bist tot. So macht man das heute. So, stürmen. Polizei. Was ist los hier? Jo, das ist meine Meinung. Jetzt könnt ihr mal eure Meinung sagen. Was haltet ihr davon? Von diesem T-Barts von Els, was er da gemacht hat. Das ist eine richtige Sauerei. Sauerei. Okay. Da ist ein Heli am Start. Heli. Was erzähle ich denn da? Da ist ein Flugzeug am Himmel. Das hat mich gerade dermaßen abgeknallt. Da hilft nur eine dicke Röhre. So, wo ist er denn? Komm. Zeig dich! Commander Drax Seagrove. Da eigentlich irgendwo die Zeit, wie lange das noch dauert. Auf jeden Fall, das war mein Commentary zu T-Barts von Els. Gameplay war nicht so pralle, aber darum geht's gar nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, und dann sehen wir uns wieder bei GTA 5, GTA und so. Und haut rein. Bis dann. Yo.